Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal mit einem weiteren Spiel für die Nintendo Switch. Ich habe den Kanal ein bisschen umstrukturiert, dazu aber mehr in einem freien Video später nochmal. Jetzt wollen wir uns erstmal ein Spiel widmen, und zwar Immortal Redneck, ein Ballerspiel, wie man es früher kennt von Serious Sam oder sowas. Ja, gar nicht lange reden, wir gehen direkt rein. So, also grafisch haut das Spiel jetzt, glaube ich, keinem vom Hocker. Es ist auf PC gab es das auch schon und auf der PlayStation 4, glaube ich. Und ja, es ist jetzt okay. Aber ich denke mal, für die Switch ist es okay. Und wenn man. Und es ist auf jeden Fall sehr flüssig und sehr schnell. Das ist ja das Wichtigste. So, Tutorial. Das ist jetzt laufen. Das Ganze kann man auch mit der Bewegungssteuerung machen. Ich habe die Gyros allerdings ausgestellt, weil ich darauf jetzt nicht so viel Lust hatte. B ist springen, okay. Hui, hui, hui. Oh, was steht da? ZL plus B. Achso, das ist wahrscheinlich schnelles. Okay. Los geht's. Upsa. Oh, hier ein paar Kisten. Ein paar Kisten. So, ZR ist schießen. Ah, okay. Was kaputt machen hier? Yes. Schön, das Setting ist altes Ägypten, wie man sieht. Gibt's schon das Nachladen. Na gut. So, du komisches Viech. A plus ZR. Ah, okay. A Rapid Fire, also ganz schnell schießen. Okay. Waffen kann man hier mit? Oh, eine Schrotflinte. Was ist das? Oh, Dynamit. Na, warte mal. Da, fang. Lustig. Okay. Hier geht's rein. Okay. War es jetzt schon das Tutorial? Denn, naja, viel mehr muss ich auch nicht wissen. Schießen, ballern, springen. Schießen, ballern ist genau das gleiche, ne? Okay, also laufen, ballern. Schießen. Ja, nee. Ballern, laufen, egal. Ihr wisst, was ich meine. Hauptsache draufhalten. So, ich hoffe, es gibt ein bisschen mehr Action gleich. Denn, jo. Also rein optisch ist das Spiel jetzt echt kein Highlight. Also so reduziert. Alle, die Doom gespielt haben, werden natürlich sagen, oh, ist doch nur nicht so geil. Aber darum geht es auch gar nicht. Es geht ja um den Spielspaß. Wir testen es jetzt mal. Hier vorne mein, kann man sehen, mein Zielobjekt ist ein bisschen das Zelda-Symbol. Na gut. Also, hier geht's einfach weiter. Eine andere Waffe. Oben irgendwas besonders? Ups, deutlich hoch. Also ich spiele das Ganze mit einem Pro-Controller. Finde ich ganz gut. Man sieht, dass es schon sehr schwammig ist im Hintergrund alles, ne? Die hätten die Auflösung ein bisschen schärfer oder knackiger machen können, aber das haben sie leider nicht. Wo ist das? So, hier geht's auch rein. Oh. Oh. Eieiei. Hui. Rein hier. Ein Boden. Oh. Eine Waffe. Ja. So. Okay. Ja, es ist so ähnlich wie Serious Sam, ne? Also, kann mich da ganz gut dran erinnern früher. So, schnell laufen. War hier eine Tür? Nicht rein. Hier geht's gar nicht. Ist das ein leerer Raum gewesen oder kommt man nur so ein bisschen. Ach, man kommt nur so ein bisschen rum. Waldoven hier mit ein paar Gegnern. Ein Stell dich eingeben. Gut. Ja, hier unten gab es ja auch noch mehr, ne? Bloß was, wenn ich hier springe? Ja. Also von da sind wir wahrscheinlich gekommen. Ne, was ist das? Okay, kann ich machen. Hier ist auch eine Tür. Ah, okay. Ah ja, okay, wahrscheinlich muss man die ganzen. Oh. Ja, große Beute. Erhöht die Munitionskapazität deiner Waffe. Sehr gut. Oh, ich muss aufpassen. Ich bin gleich schon tot hier. Das wollen wir ja nicht sein. Da ist noch ein Viech. Oh. Oh.
So. Okay. Noch mehr Türen. Das ist ein ganz schönes Labyrinth. Oben die Karte ist ja recht nützlich. Warten wir, schauen wir nach, ob wir die Karte größer machen können. Okay, hier kann ich die Karte. Okay, hier ist sie. Okay, okay. Gut. Also von da sind wir reingekommen. Glaube ich. Gehen wir hier mal durch. Eieiei. Von hier hinten. Okay, sollen wir die Sachen einsammeln? Müssen wir, glaube ich. Okay. Oh, es ist gar nicht so. Noch schon ein bisschen. Oh, ja, ja, ja. Wie man sehen kann, hört man jetzt auch mein Herz pumpen. Bum, bum. Bum, 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 bum. Wir brauchen ein bisschen mehr Energie. Wo krieg ich die? Krieg ich hier drin? Oh. Oh, was ist das denn? Die kommen hinter mir her. Okay, müssen wir schon aufpassen. Das sind ja widerliche Frösche. Oh, da steht einfach hinten. Oh nein! Der ist gleich tot hier. Oh! Was für ein fieses Viech. Kritisch, Junge, kritisch! So. Ich hoffe, da unten die Frösche haben irgendwas fallen gelassen, damit ich das einsammeln kann. Der Ton wird auch dumpfer, desto mehr man umgeballert hat. Aber ich glaube, die lassen es nicht lange liegen. Das verschwindet irgendwann, ne? Schade. Ich renne mal die ganzen Dinger hier kaputt. Geben die mir was? Ne, anscheinend auch nicht. Heieiei. Ich glaube, meine Energie füllt sich auch einfach nicht so auf. Die muss man schon... Das muss schon richtig aufgefüllt werden, glaube ich. Mit... So, mit irgendwas... Okay, in jedem Loch gibt's wahrscheinlich irgendwelche Viecher, die mich killen wollen. Springen hier. Oh. Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Oh, komm denn her. Feuerwehrmann, Explosionen richten mehr Schaden an. Sehr gut, aber auch bei mir wahrscheinlich, ja. Eieiei. Mit diesem Rest Energie laufe ich hier durch die Gegend. Hat sich auch ein Pfeil und Bogen hier. Okay. Pfeil und Bogen ist ja nicht ganz so cool, oder? Nur lieber das hier. Da falle ich runter und sterbe wahrscheinlich nur. Oh nein! Ui, ah, okay, ich kann sich wieder ranhalten. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber hier wäre man nur runtergefallen, hätte sich wehgetan. Oh, Leute! Ist gar nicht so einfach. So wenig Energie. So. Probieren wir mal die nächste Tür. Oh, hier waren wir schon. Wir sind einfach aus einer Tür wieder rausgekommen, ne? Kann das sein? Hier waren wir schon. Hier waren wir auch. Aber haben wir alles abgesucht hier? Gucken wir nochmal. Oh, nichts vergessen, ne? Oh, hier. Ne, das ist nur die andere Richtung, wo ich reingekommen bin.
Gucken wir hier oben nochmal. Was war das hier nochmal? Ah, okay. Dann gehen wir nochmal eine Etage tiefer. Wo wir da was finden. Ne, auch nix. Okay, dann gehen wir da raus. Mann, Mann, Mann. Wahrscheinlich verliere ich meine Upgrades bestimmt, wenn ich... Warte. Hier auch noch nicht. Okay, hier passiert gar nichts. Oh. Was ist das? Kann ich jetzt die Gegner sehen? Das ist ja lustig. Na? Hier muss ich runter? Wahrscheinlich, ne? So. Und dann muss ich wieder hoch? Na gut. Warte. Komm ich da hoch? Mit einem extra Sprung? Ne, komm ich gar nicht hoch? Da muss ich ja irgendwie hochkommen, ne? Ah, okay, so geht's. Okay, müssen wir da drüben auch probieren. So. Okay, ist gar nicht so. Kann ich runterfallen? Oh, ich dachte, ich hätte ihn erwischt. Na gut. Was, ein bisschen Leben? Ich hoffe. Okay, jetzt sind wir auf der anderen Seite, würde ich sagen. Aber... Kann man die andere Tür auch nochmal reingucken. Etwas, was ungefährlich aussieht, vielleicht nutzen. Was sieht beides nicht verlockend aus. Okay. Da waren wir, dann gehen wir hier rein. Oh, du Wichser. Du blödes Arschloch. Mich kriegst du nicht. Okay. Na? Oh, mir runtergefallen wieder. Ganz clever. Hier darf ich noch nicht rein. Ist rot. Und so ein Gegner. Ich muss wahrscheinlich erst alle Gegner töten, ne? Dann müssen wir den nochmal holen da hinten. Oder kommt er zu mir hin? So, du Bastard. Einmal rumgehen und gucken, ob sie irgendwo die Gegner sind, die mich irgendwie...
Oh, wow, wow. Oh nein, ich wollte auch erst die Sachen einsammeln, scheiße. Oh! Ah, blau Bohnen. Warum werfe ich meine Waffe weg? Warum werfe ich die Waffe weg? So. Mein Gott, es ist so ätzend, mit so wenig Energie hier rumzulaufen. Also Leben. Oh, alles flatt gemacht, aber gibt es hier keine Tür raus? Scheint nicht, das ist wahrscheinlich nur das Ding hier gewesen. Ich kann nicht jetzt einfach da runterhüpfen, dann bin ich tot. Oder? Ich glaube. Hm? Sehe ich eine Tür? Nee, ne? Auch nichts. Okay, das bringt mir jetzt nicht. Aber vielleicht geht er automatisch wieder runter? Genau. Prokrastinator, du kannst nicht so schnell nachladen, wie du willst. Du kannst nicht so schnell nachladen, wie du willst. Oh, Bullshit. What am I gonna do with this crap? Ach du Scheiße, es dauert ewig, bis ich nachlade. Das ist auch bekackt. Na gut. Oh, gehen wir durch die nächste Tür? Oh. Oh! Shit! Du hast die Spitze nicht erreicht. Nee, habe ich nicht. Gib dir keine Mühe, Headshot zu landen. Mumien haben so kein Gehirn. Oh. Angriffsupgrade. Kaufen für 51? Klar. Angriffsupgrade. Kaufen für 77? Klar. Angriffsupgrade. Klar. Klar. Oh, ist hier unten noch. Gibt noch andere Sachen. Okay. Habe ich nicht gesehen. Scheiße. Na gut. Apis. Erhalte Apis Gunst. Aktives Talent. Kurzzeitige Unbesiegbarkeit. Du kannst 4 Waffen tragen, aber nur einen Sprung ausführen. Hm. Verteidigungsupgrade. Erhöhte Mindestverteidigung. Was ist das hier? Bessere Munition. Level 5. So, jetzt sind wir Level 5. Dann können wir hier... Okay, aber hier bessere Munition ist natürlich gut. Aber ich werde mal die Verteidigung auch hoch machen. So. Perfekt. Ist, ah, guck mal, dann kann man sein Gerät immer mehr upgraden. Und bekommt dann dadurch coolere Sachen. Das ist natürlich ganz schlecht. Okay, es gibt die Pyramide und es gibt... Die Pyramide ist noch zu. Die ist auch noch zu. Ja, gibt es ja nur die. Na, und dann hinein. Versuchen wir es nochmal, unser Glück. Lass mich rein. Die Götter beanspruchen dein Geld. Stell sie zufrieden, um die Pyramide zu betreten. Mache es. Steuern, ja. Okay. Bin mal gespannt, was wir da jetzt so reißen können. Eigentlich müsste da noch viel gerissen werden können. So. Ja, muss natürlich alles normal. Wir kennen jetzt, ich weiß nicht, ich hoffe, man behält die Karte auch so, dass man weiß, wo man gewesen ist. Not bad for a mummy trailer park. Na gut. Oh, hier geht auch rein. Geht's noch zu? Also sind hier irgendwo Gegner? Erwischt? Ja. Jetzt aber. Oh. Wie ein ganzer Hälfte, ein Viecher. So. Cool, jetzt wieder auf. Oh, ganz nett gemacht.
Oh nein. Oh, fick. Fick, ja. Da darf man nicht zu risky sein, ne? Okay, der Gong läutet immer ein, dass wir alles geschafft haben. Natürlich nicht schlecht, aber ich kann auch hier hochkommen, wohl bestimmt, oder? Oh. Bin ich dumm? Warte mal. Nein! Ich spring wieder runter. So, nochmal. Ich glaube, ich komme da doch nicht hoch. Ich dachte, ich könnte da ganz hoch kommen, aber das komme ich noch nicht. Na gut. Hier durch. Da waren noch nicht alle Gegner. Irgendwo muss einer sein. Ah, da unten. Komm schon. Yes, wenig Munition, ja. Wir brauchen neue Munition. Gib mir neue Munition, ihr Leute. Ich dachte, ich könnte irgendwo hochkommen, aber komme ich gar nicht, ne? Na gut, also ein Weg. Da geht's hoch. Hoffe ich. Mann, ey, das ist aber auch echt nervig, wenn die runterfallen. So. Ey. Waschen? So. Wenig überraschend, aber richtig weit sind wir hier nicht gekommen. Dann gehen wir hier wieder raus. Noch andere Wege hier. So, hier wieder raus. Schauen wir nach, ob wir noch woanders was reißen können. Das ist wie so ein Geheimgang oder so, ne? Aber. Komm jetzt nicht rein. Ausgang, muss hier hinten noch was finden. Da oben ist auch eine Tür. Nehmen wir die mal. Yes! Okay. Die erinnern schon an die Büffel von Serious Sam. Ein bisschen. So, von da sind wir gekommen. Jetzt hier raus. So. Oder noch einer. So. Das war gar nicht so schwer. Na? Noch einmal einer versteckt. Vielleicht oben, ne? Ich kann nach oben mal gucken. Ach. Jetzt gucken wir mal, also. Nee. Muss noch was gucken. Kann ich irgendwo? Kann man da irgendwo nachladen? Fähigkeit ist A. Ne, kann man nicht, okay.
hier oben? Oh, scheint ja eigentlich was los zu sein hier. So. So ganz praktisch mit der Zeitleiste oben, dass man mal genau sehen kann, wie viele. Schwere Last, du kannst eine zusätzliche Waffe tragen. Yes! Hey, Adrian, I'm ready for another round. Schön hier Rocky parodiert. Adrian! Dann mal erstmal die Waffe hier. Ah, hier hat er angeschossen. Wir haben schon ein paar lustige Sprungpassagen hier. Was bringt mir das, dass ich jetzt hier rübergesprungen bin? Kann ich gar nichts machen. Hm. Na gut. Hä? Ja, ich denke, was geplatzt? Nö. Nö, da war nichts. Na gut. Hier waren wir schon. Und hier schon? Haben wir auch schon. Na gut. Dann, was ich hier machen soll, muss ich zugeben. Gibt's da nichts. Na gut, hier gucken wir hier noch weiter was finden. Oh, das haben wir jetzt einsammeln hier. So. Aber hier schon? Nee, nehmen wir hier mal ein. Oh. Hä? Was war das denn? Eine Feuerbälle schießen? Okay, sehen nicht so wirkungsvoll. Das ist wirkungsvoller. Da oben sind noch welche. Wo wir wieder hochkommen. Im Fahrstuhl in der Mitte da, ne? Okay. Das ist unfair. Ach, da oben ist noch ein Viech. Den habe ich nicht gesehen gerade eben. So ein Scheiß. Wie komme ich da rüber? Mit, ach so, mit dem Weitensprung wahrscheinlich, ne? Probieren wir mal aus. Zack! Ich hab meine Schrotflinte nicht mehr. So. Draco, du hältst jedes Mal, wenn du einen Gegner hast, Lebensenergie. Perfekt. So. Trotzdem liegt meine Waffe noch da unten. Kann ich die noch holen? Ohne gleich drauf zu gehen? Testen. Hat er die genommen? Ja.
Jetzt aber. So, okay, ein bisschen Energie verloren, aber da müssen wir durch. Bestart. Von oben, ne? Boah, du Spacko. War auch schnell. Ah, der hat so viel Energie verloren gerade. Nichts Besonderes hier. Nichts Besonderes! Warte, da war noch eine Tür. Die hier. Warte mal. Hier ist? Hier ist eine Tür. Da war noch nicht. Okay. Scheiße. Oh. Eieiei. Und noch einer. Oh. Komm von da oben. Ihr Schweine, ey. Mein Gott! Spring ich nach hinten im Sitz? Aber viel mehr sind die auch nicht. Sind die schon tot? Ist natürlich cool, wenn man so ein paar Special-Sachen hier werden, ne? Aber naja, gehen wir durch die Tür? Ja. Ja, okay. Eieiei. Munition. Zweischneidig. Muni, oh. Frösche hier. So. Okay. Oh, was ist denn los? Oh nein, was war das denn? Die habe ich gar nicht gesehen. So ein Scheiß. Alter Schwede. Nur gut. Das war ärgerlich. Ja, aber wir können jetzt ein bisschen auffrischen unsere Sachen. Wir gehen mal hier ins Aufrüstcamp, wollte ich gerade sagen.
Ach gut, du wirst immer wieder neu geboren. Home on the range. Da hilft der Fahrer, ja. So. Also, 207 haben wir das. 920 Gold haben wir. Und was gibt's hier noch so? Also, hier gibt's bessere Munition. Das machen wir mal. Noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen mehr. Angriffs-Upgrade. Nehmen wir auch mit. Ist eine Verteidigung. Was ist das? Oh, 1500, damit der Händler den Laden öffnet. Das werden wir beim nächsten Mal machen. Ja, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Hat euch gefallen? Ich mache daraus eine kleine Let's Play-Reihe, um zu sehen, wie weit wir kommen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.